Herzlich willkommen zurück zu bei Oblivion, wo wir letzte Folge eine Quest in Puma gemacht haben und hier jetzt ein sehr gutes Schwert besitzen, was wir auch verkaufen wollen. Weil so viel wäre das. Ich habe eigentlich so keinen Händler gefunden, der mehr als 1200 Gold gibt. Und wir bräuchten 1400, das wäre das Beste. Weil dann könnten wir uns nämlich das Haus kaufen. In der Kaiserstadt. Das wäre halt saugut. Da hätten wir zwar nichts mehr an Geld übrig. Müsste uns erstmal wieder neues Geld zusammenklauen. Aber ich sag ganz ehrlich, dann hätten wir halt ein Haus, könnten endlich mal die Sachen ablegen. Die Bücher, die ich ja aufheben will. Oder auch Schwerter, die ich sammeln will mit Children, was für Zauber ist. Und dann haben wir zwar keine Klinge mehr, die 11 Schaden macht, aber bald. Wir sind ja auch bei Level Ups und dann haben wir auch besseres Gear. Und haben immer noch eins mit 6 Schaden. Also alles gut. Ich werde jetzt aber erstmal so lange fühlen, bis wir den Verkäufer finden. Ja, aber was wir jetzt immer vorhaben, wir stehen mit dem Call, weil ich bin ja gerade mal einen Händler gesucht und die nette Freundin Jagonierin, die wir hier Colin genannt haben, ist verschwunden. Das ist ihre Mutter. Und ja, wir gucken jetzt mal, dass wir die suchen. Ich möchte mich nicht aufdrängen. Vermisste Tochter. Das stimmt. Meine Tochter Dharma ist nicht aus Dreckhack zurückgekommen. Ich mache mir schreckliche Sorgen, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte. Könnt ihr mir helfen? Ja. Ich kann euch nicht genug für eure Güte danken. Sie sollte Waren zu Etira Moslin in Dreckhack liefern. Also würde ich dort auch mit der Suche beginnen. Für den Fall, dass es wichtig ist. Sie hatte Blossom dabei. Ihr Pferd, meine ich. Dharma liebt dieses Tier über alles und sie würde es nie freiwillig zurücklassen. Dharma. Die beste Tochter, die sich eine Mutter wünschen könnte. Gutherzig und Freundin aller Menschen. Das stimmt. Das ist so. Habt ihr sie gefunden? Ich mache mir solche Sorgen um sie. Dreckhack. Ein ziemlich einsam gelegenes Dorf, südlich von Kuroll. Wir treiben einige Geschäfte mit der Händlerin dort. Kleine Mengen, aber sie zahlt gut. Normalerweise übernehme ich die Lieferung. Aber ich fühlte mich nicht wohl, also bestand Dharma darauf, dieses Mal selbst zu gehen. Ich hoffe, ihr ist nichts zugestoßen. So Leute, ich kenne die Quest. Schönen Tag. Das ist tatsächlich meine Lieblingsquest in Oblivion. Ich wusste das. Ich habe das hier so ein bisschen geschauspielt, gebe ich euch ganz offen zu, weil ich wusste, dass die Quest gibt. Und wenn es mal im Koroll war, sind noch nicht da, weil da mal noch hier war und jetzt ist es verschwunden. Ich kenne Oblivion ja größtenteils, habe ich euch gesagt. Ich habe es noch nie selber durchgespielt. Ich kenne auch vieles vom Addon nicht. Ja, den kenne ich dann so fast gar nicht. Ich kenne auch wenig von der Hauptquest. Kenne auch jetzt nicht jede Nebenquest. Kenne einige der Gildenquests, weil die einfach cool sind. Aber ein paar Nebenquests kenne ich. Kenne aber nicht alles. Es ist also deswegen eher half-blind. Habe ich ja von Anfang an gesagt, das ist nicht komplett blind. Ich habe es nämlich selber noch nicht durchgespielt. Es ist eher ein half-blind. Später die Mods sind dann größtenteils blind. Aber ja, was ich also sagen wollte, ist, dass ich ein paar Quests kenne und halt ein paar Lieblinge auch habe. Und darunter gehört hier ein Schatten über Dreckhack. Ich will nicht zu sehr spoilern. Also ich spoilere eh keine Quests. Ich spoilere grundsätzlich Spiele, die ich schon kenne. Die sind ja nicht blind. Sind. Das spoilere ich auch im Laufe des Plays nie Sachen, die noch kommen. Weil ihr als Zuschauer solltet das Spiel genauso erleben, wenn ihr es noch nicht kennt. Und ich weiß, worum es in der Quest geht und so. Ich sage aber jetzt noch nichts dazu. Ich sage nur, das ist einer meiner Liebsten. Ich kann auch am Ende begründen, warum und so. Und deswegen wollte ich jetzt als nächstes machen, weil die ist richtig cool. Meiner Meinung nach der beste Content, also einer der besten Quests in Oblivion. In meinen Augen. Ja. Übrigens, Skyrim Morrowind kann ich dann noch sagen, wenn wir die irgendwann mal machen. Gut, der ist kurz online. Zähle ich es auch mal dazu. Wenn wir die irgendwann machen sollten, da kenne ich mich wirklich gar nicht aus. Also selbst bei Skyrim nicht, das ist traurig. Also deswegen hole ich das auch mit euch nach. So wie ich es auch Oblivion mit euch nachholen. Wir haben Trecker auf der Map. Reisen jetzt zu Fuß hin, weil ich habe keine Lust auf Pferd. Haben wir eigentlich unser Amulett an? Ja, haben wir. Sonst könnten wir nicht. Gut. Ja, sind auch ein bisschen schneller. Das merkt man schon. Ja, und gucken wir nochmal, wo da mal ist. Wie gesagt, ich kenne die Quest. Ich sage aber bei allen Spielen, die ich nicht blind let's playe. Also allen, die spielen nicht ganz normal let's play. Oder in dem Fall jetzt Half-Blind und schon viel kenne, sage ich jetzt natürlich nicht, was passieren wird. Sondern wir spielen das ganz normal. Und ich verstell mich jetzt aber nicht und sage so, ach, mein Gott. Ne? Also ich tue, bei so, sage ich grundsätzlich bei meinen Projekten. Wenn ich die Spiele schon kenne, ich verstell mich nicht, tue auf einmal so überrascht, wenn ich irgendwas eigentlich schon weiß. Das nicht. Aber ich tue es auf euch nicht vermiesen, weil ich sage einfach nichts dazu und wir spielen es einfach. Ihr werdet sehen. Und später erkläre ich euch, warum ich die Quest mit am liebsten auch mag von allen hier in Oblivion. So, wenn ihr sie kennt, dann wisst ihr eh schon warum vielleicht. Wenn ihr sie nicht kennt, dann werdet ihr sie jetzt gleich kennenlernen. So, hier haben wir ja unser Doppelmap-Marker. Ich weiß noch nicht warum es zwei Maps scheinbar. Zwei Mods scheinbar müssen adden. Ich habe es immer noch nicht gefixt. Aber ist ja auch nicht so schlimm.
Auf jeden Fall haben wir den Weg schaffen und die Wörter. Ich lass mich mal segnen. Was? Weil ich gerade hier bin, weil ich Lust habe. So, wo wir jetzt gerade übrigens sind, sind hier die Region. The Great Forests. Also. So, das größte Waldgebiet in Oblivion. Man sieht übrigens die Oblivion-Tore durch 50.000 Kilometer in durch die Slimmern. Also allerdings haben wir Oblivion-Tor. Die müssen wir ja leider auch alle schließen. Es gibt kleine, es gibt große. Es gibt insgesamt 60, die können an verschiedenen Punkten aufkommen. Aber wenn wir jetzt nicht... Oh, hier ist eine Ruine, die merken wir uns auch mal. Wie gesagt, bald machen wir mal ein bisschen Dungeon-Erkundung. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Nebenaufgaben, letzte Folge. Nur diese. Ja. So, da haben wir es. Dreckhack. Tolle Stadt, ne? Man sieht, die ist halb verbrannt, hat auch alles im Hintergrund. Wenn wir hoffentlich noch rausfinden. So, wir markieren uns mal die Quest hier. Schatten über Trecker. So. Warum ist hier niemand? Mit verlassen. Muslins Trockenwaren. Wir können auch erstmal hier in die Gaststätte. Was ist Herberge? Schauen wir doch mal, was hier so passiert ist. Irgendwo muss da Maya sein. Hallo. Was gibt es Neues? Was denn du? Es heißt, dass König Hell die hat eine Kommandenroban. Das ist super. Lasst mich euch einen Ratschlag geben, Fremder. Geht. Jetzt. Ihr seid hier nicht willkommen. Mhm. Zackack. Mein Großvater hat das hier gebaut. Nicht, dass es euch etwas anginge. Wir sind ganz unten, aber wir haben Pläne, wie wir die gute alte Zeit wieder zurückbringen. Ihr werdet schon sehen. Tamar. Wer? Nee, ich habe hier keine jungen Frauen gesehen. Und selbst wenn, wieso sollte ich wissen, warum sie jetzt verschwunden ist? Nicht, dass ich sie je gesehen hätte. Habe ich nämlich nicht. Und? Ja, das ist von Null. Oh, der hasst uns. Genug geredet jetzt. Ja, bist du bist eine Negromantin, ne? Was? Sifis. Die schönste Stadt in Cyrodiil. Und? Ich weiß nicht, ob die von der Mod geedet ist. Aber die sieht aus wie eine Negromantin. Und die ist Totenschwer und die sind verbotenen. So, das ist auch auf dem Bug. Hacked Caverns. Mhm. Spannend. So, übrigens ist es umso wichtiger, dass wir die wiederfinden, weil sie sind Argonierinnen. Es gibt weniger Argonier, aber wir sind selber Argonier, das heißt, alle Argonier müssen uns, dem müssen wir helfen. Weil Flandhunde Muslim streit irgendwas über das damals zu wissen. Er sagt, dass das kein junger Argonierin, sondern bergab gestiegen. Benehmen lässt mich am Mund, dass er lügt. Okay. Ja, der wird schon nicht sehr vertrauenswürdig, muss man nicht ausdrücken. Wir sollten ja eigentlich nicht nachts sein, ne? Das ist 8 PM. Unheimliche Stadt. So, vor allem kein Sau hier. Tagsüber unterwegs. So. Bist du irgendwie mit dem Verband? Scheinbar, ne? Los schon! Damar. Ich kenne keine Damar. Wenn ihr von dieser verfluchten, argonischen Schwindlerin aus Koroll redet, die suche ich auch. Sie ist niemals hier aufgetaucht. Wie soll ich einen Laden führen ohne Waren? Sag dir, dass ich bei meiner nächsten Lieferung die Hälfte weniger zahlen will. Kack. Wir schlagen uns so durch und dann haben wir andauernd nichts wie Ärger mit Außenseitern wie euch. Ihr solltet euch besser wieder auf den Weg machen, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Gut, man will uns hier ganz Passt kleine. Kurz. Man will uns hier ganz klein in der Stadt haben, die hat übrigens 200. Gibt's uns auch noch. Verschwindet einfach! Ja, und die hat auch Basement. Die hat auch ein sehr komisches Verhalten. Da ist es. Italien muss gesagt, das war Bägen. Gut, wir gucken uns jetzt hier genau um. Wenn sie es nicht haben wollen, sollen sie uns halt versuchen zu hindern. Marlena Punier. Geschlossen. G4GL. So, wir gehen jetzt mal kurz in die Häuser. Was? Da mal, Dreckhack. Fremde, die Fragen stellen, haben bei uns keinen guten Stand. Wenn ihr eine Kammer braucht, fragt in Moslins Herberge. Ansonsten solltet ihr euch besser wieder auf den Weg machen. Dungeon-Mucke, merkt ihr das? Das ist nicht die Hausermucke.
Sag mal. Psst, wir können hier nicht reden. Sie werden Verdacht schöpfen. Das Mädchen ist in Gefahr. Kommt heute Abend nach Einbruch der Dunkelheit in mein Haus. Ich lasse die Tür unverschlossen. Kommt nicht zu spät. Haltet. Ich will gerne der Kapitalbewohner erscheinen, das will mal zu wissen. Er hatte Angst, offen zu reden, bat mich aber, ihn dann da heute seinem Haus in Einbruch Dunkelheit zu schaffen. Den Mund. Das ist doch Einbruch Dunkelheit, oder? Wir haben da schon 8 PM. Ist natürlich perfekt, dass wir für diese Quest, also für die Quest eine Stunde suchen mit einem seltsamen Dorf, 8 Uhr hier sind. Oh, da kämpft gerade jemand gegen den Wolf. Ich hoffe, der geht nicht drauf, weil wir müssen ihn eigentlich noch fragen. Hey. Ne Spinne ist gerade gestorben. Ich mache das eigentlich ungern, Leute, aber nicht, dass der für die Quest relevant ist, weil der könnte ja nicht sterben. Ich meine, es ist wahrscheinlich nicht irgendwie schade, aber wenn NPCs in Rollenspielen sterben, dann ist es halt so. Aber ich werde ihn jetzt wiederbeleben, weil nicht, dass der wichtig ist. Was? Ich habe euch nichts zu sagen, Fremder. Außenseiter haben schon immer versucht, uns zu vernichten, aber wir haben immer überlebt. Okay, nee, der war nicht wichtig, aber... Geht einfach weg! Ich finde es trotzdem nicht gut, wenn irgendwelche NPCs, die für eine Quest eventuell gewandt sein könnten, einfach durch die Wildtiere draufgehen. Das gehört zwar zum Spiel dazu, aber wisst ihr schon mal. Hoffentlich, deswegen fand ich es auch nicht so schlimm. Mit den Caverns. Schon wieder. Sollte mal, dass wir das sehen. Okay, der läuft jetzt absichtlich hinterher und da fehlt ein Pferd im Haus. Ich habe damals Pferd in der Mosses-Trockenwarentreckack entdeckt, wo mir Etagamos erzählt hatte, sie sei nicht hierher gekommen. Blossom, ja. Hübsches Pferd, kann man schon anders sagen. Ja, der Typ beobachtet uns. Ne? Ja. Wahrscheinlich hätte ich ihn nicht wiederbeleben sollen. Okay, da ist noch jemand. Was? Die kenne ich auch nicht. Dreck. Außenseiter kamen und brannten unsere Stadt nieder, schon vor Jahren. Haben uns ruiniert. Aber wir werden uns rächen. Bald. Sehr bald. Wenn du das sagst. Geh doch einfach weg! Warum gehen die alle hier in die Kapelle? Wie viel Uhr haben wir denn? 8 Uhr. Ich warte. Ich habe euch schon einmal gesagt, sie ist hier nicht aufgetaucht. Was macht ihr Pferd dann hier? Das ist mein Pferd, schon seit Jahren. Nun, kauft etwas oder verschwindet. Man schreibt mir noch, da war sein Messer gewesen. Ganz offensichtlich. Aber ich bezweifle, dass sie jemand was braucht, erzählen wird. Verschwindet einfach. Okay, wir gucken mal ganz kurz die Map an. Die gehen jetzt alle in die Kirche. Wir haben hier. Okay, Captain Caverns haben wir hier draußen auch, genau. Jetzt Spinder, wir haben Moslin, wir haben. Mal den Posseur, mit dem haben wir auch schon geredet. Wir haben den Moslin schon gut. Kurz. Wir haben. G4 geht das Haus. Und die gehen jetzt alle in die Kapelle. Wir sollten denen nicht hinterher gehen. Es kommt mir ein bisschen komisch, was sie alle da reingehen. Wir gucken mal, ob G4 geht, wenn man uns reden will. Der hat auch so ein bisschen das Haus außerhalb. Vielleicht ist der wirklich der einzige Nette. Hier. Ist schon dunkel. Was meint der mit dunkel? Ihr seid da. Gut. Okay. Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss zur Versammlung, bevor man mich vermisst. Ihr müsst mir glauben, ich wusste nicht, was sie planten. Sie wollen die Tiefen zurückbringen. Ich dachte auch, dass ich das wollte, aber sie ist so unschuldig. Sie halten sie unten in den Höhlen gefangen. Sie werden sie opfern, versteht ihr? Ihr müsst sie retten. Ihr nehmt diesen Schlüssel. Damit öffnet ihr sämtliche Falltüren, die in die Höhlen führen. In jedem Haus in der Stadt ist eine. Die in Moslins Herberge ist eure beste Möglichkeit. Liegt dem Ort am nächsten, an dem sie gefangen gehalten wird. Mitten in der Nacht, wenn alle bei der Versammlung sind. Viel Glück. Ihr werdet sie doch retten, oder? Ich muss jetzt gehen. Die Brüder? Einige von uns haben sich am stärksten verändert. Die nennen wir die Brüder. Leben unten in den Höhlen, um näher bei den Tiefen zu sein. Sonnenlicht mögen sie nicht besonders, sind auch gefährlich. Ihr solltet ihnen aus dem Wege gehen, wenn ihr könnt. Ich war noch ein Junge, als die Soldaten kamen. Wir versteckten uns, schworen Rache. Aber die Tiefen kamen nicht zurück.
Ethira, sie hat diese alten Bücher gefunden, hat die Runen gelernt, wie man sie ausspricht. Aber sie wollen Blut, sagt sie. Oder sie werden uns nicht helfen. Höhlen. Die Höhlen liegen unter der ganzen Stadt. Einige sind natürlichen Ursprungs. Einige haben wir im Lauf der Jahre selbst gegraben, seit wir die Tiefen fanden. In jedem Haus gibt es nun einen Eingang. Ich weiß nicht viel, habe sie nie selbst gesehen. Unsere Großväter haben sie damals gefunden, glaube ich, als sie in den Minen gruben. Sie halfen uns, machten uns reich, aber zu einem entsetzlichen Preis. Blut und Schlimmeres. Viel Glück, Fremder. Das Mädchen von diesem fürchterlichen Ort. Ja, machen wir. Seien Sie so eine der Gründe, warum ich das hier einfach cool finde. Die Quest ist halt aber eine der düstersten Nobelwind-Quests. Man weiß nicht genau, was er damit meint. Und das ist halt... aber das ist nur eine der Gründe. So. Er meint, wir sollen am besten hier rein. Problem ist... Ach, guck mal. Die Olle ist da jetzt, ne? Diese komische neue NPC. Wahrscheinlich aus einem Mod. Wenn ich jetzt wegkloppen muss, ist es also... Ich muss jetzt für Fälle eigentlich Stealth-Kleidung dabei haben, aber ich habe leider keine. Ich wollte hier nochmal reingucken, weil mir das alles ein bisschen seltsam vorkommt. Also wir wissen jetzt zwar, wo sie ist, aber... Damas Tagebuch. Ich habe das Tagebuch der Herberg und Tagger gefunden. Soll der Herberg sitzen, wir das konzentrieren. Wir lesen es erstmal. Es ist das Tagebuch einer jungen Argonierin namens Damar. Der größte Teil des Buchs befasst sich mit persönlichen, aber alltäglichen Einzelheiten ihres Lebens in Korol. Lediglich der letzte Eintrag von Interesse. Traf eine Armbrot der Dunkelheit in Trekkag ein, weil Blümchen unterwegs ein Hufeisen verloren hat. Die Straße war sehr schlecht. Kaum war ein unbefestigter Weg. Kommt so niemand hierher? Der Laden der Händler war geschlossen und ich wollte nicht an die Tür kommen, wo ich das Licht im Umfeld sehen konnte. Unfreundlich. Am wenigsten hatte dieser Herberg geöffnet, auch wenn der Wirt irgendwie unheimlich ist. Er grinst mich dauernd so komisch an, wenn er glaubt, ich würde nicht hinsehen. Und was nur mit seinem Gesicht? Anscheinend bin ich der einzige Gast hier heute Nacht. Viel habe ich nicht von der Stadt gesehen, da es was dunkel war. Aber ich muss gestehen, dass mir schon irgendwie mulmig, was ich aber Mutter gegenüber nie zugeben werde. Sonst würde sie mich nie wieder auf einen Botengang schicken. Sie hat mich immer noch für ein Kleinkind. Sie würde wahrscheinlich Küken sagen, und das auch noch von meinen Freunden. Ich muss daran denken, sie an den unheimlichen Wirt zu fragen, wenn ich heimkomme. Die Kerze ist jetzt fast niedergebrannt. In der schrecklichen alten Herberge bekommt man nicht mal eine Laterne. Also werde ich jetzt wohl versuchen, mich schlafen zu legen. Wenn ich bei einem Knarze in diesem alten Haus überhaupt einschlafen kann. Ich bin ganz knackig. Da bin ich mir eigentlich viele Schritte vor der Tür hören. Werde wachsen. Da. Man wirkt das alles hier bestimmt toll und entzückend. Gute Nacht, Tagebuch. Hier ist alles, ne? Ihr seht's. Es ist alles fair. Das ist eigentlich Kopfgeld, weil ich hier drin war. In der... Ne, 5 wegen dem gestohlenen Gegenstand immer noch. Rum 7. Inzwischen. So, die Frage, komme ich da jetzt einfach rein oder verfolgt mich die Olle gleich und haut mir aufs Maul? Die komische schwarze Kapuze. Die da genau in der Öffnung steht. Und die für mich nicht zum Hauptspiel gehört. Ich glaube, die ist DLC. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Was? Die ist sehr merkwürdig, die gute Frau. Wiedersehen. Wer bist du? Was machst du hier? Geh aus meinem Game. Eine Mod hat sie geaddet. Gut. Die hat mich jetzt aber nicht gesehen. Das heißt aber ja nichts. So, wir sind da. Tötet ihn. Ja, guten Tag. Hack Dirt. Also, Dreckhack. Okay. Lappen.
UA-Lappen. Das. Mit Spinne, okay. Dreckhack. Da ist er. Außenseiter, tötet ihn! Ja. Ganz merkwürdige Augen, mein Lieber. Der ist gerade gehört. Schon weg. Wohin? Gehen? Ach, Scheiße, seid ihr viele. Alle sehen gleich aus. Mach die alle weg, wenn es sein muss, ey. Muss ins Keller. Außenseiter, tötet ihn! Geht zu der Pulle näher hoch, okay. Alles klar. Steinpilz. Was sind Basements? Dieses Gold bringt uns dem Haus näher. Jephiriel, okay. Das ist unser Helfer, der einzige nette Schamper. Der ist ein bisschen bereut. Also wenn es für euch der dunkel ist, aber ich will jetzt gar keine Fackel ziehen, weil wir dann halt eher gesehen werden. Bräuchten wir solche Fälle mal, also auch wenn ich keinen Illusionszauber machen will, wir bräuchten für so einen Fall, müssten wir mal einen Zauber lernen, der halt Licht macht. So ein Infrastruktionszauber. Deswegen sorry, wenn ihr ein bisschen weniger seht. Sie erkennen, dass er hier von dem Typen tot ist. Falls hier so Dreckhack. Ich weiß halt nicht, ob es Sinn macht. Okay, die Höhle ist erkundet, sind alle tot. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, wo es Sinn macht, sie durchzuführen. Wir können sie hier raus oder hier raus. Problem ist, ich weiß nicht, wo ihr Pferd ist. Wir müssen sie ja verteidigen. So, da mal, holen wir das mal raus. Bitte lasst mich hier heraus. Ihr müsst mir helfen zu entkommen. Ich glaube, diese Kreaturen wollen mir heute Nacht etwas Schreckliches antun. Ich lasse dich heraus. Vielen Dank. Beeilt euch. Wir müssen hier herauskommen. Schnell. Vielen Dank. Nichts wie weg hier. Komm bitte mal. Das kann ja gut gehen hier. Das ist fast cool. Habt ihr mein Pferd gesehen? Ich kann sie nicht hier zurücklassen. Ja, das Problem ist jetzt nur, dass wir jetzt ganz außen rumlaufen müssen. Mist, ich hätte die andere Tür nehmen sollen. Mit der Marvin, wenn es jemand sieht, haben wir ein Problem. Wir wollen nicht, dass wir gehen. Ist blöd.
Es läuft sich selbst. Was soll ich? Klingt. Die sind jetzt alle in der Kapelle. Die können also eigentlich müssen nicht sehen. Also läuft selbst im Pferd, kann das sein. Wie die Mucke ganz gechillt ist, ey. Wo das trotzdem gerade nicht so gut ist. Beide Mädel. Wenn wir uns sehen, haben wir ein Problem. Wir sind ja alle in der Kirche. Es wäre besser gewesen, wenn wir hier rausgekommen wären, wenn wir nicht beim Pferd. Also wir sind nämlich nur nach Kroll bringen. Das Ding ist, dass wir halt nach Kroll nach Norden müssen. Hopse dir und dann komm mit. So, das müssen wir nämlich hier rausbringen. Weil ich da mal. Wir sind einfach hier weg. Bis nach Norden. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Meine Mutter wird so glücklich sein, wenn wir gesund und munter wieder in Kroll ankommen. Auf geht's. Ich sprinte zuvor. Mädel, ich bin noch nicht so schnell. Das sind Federn nicht. Das glaubst du durch die Alleinruine, ne? Wohl geht direkt noch, dass er nicht angegriffen wird. Ob ich jetzt hier so eine Leinwächter angreift. Lange sind Blick habt, alles gut. Links ein Wolf. Ah, sie ist mit dem Pferd auf jeden Fall schneller. Als dieses Vieh. Sagen sie sich, Oblivion-Tor reitet, ist alles okay. Ich finde es auch gut, wie sie aber voll sprintet, anstatt auf ihn zu warten. Die Olle mit dem Kurier, die hier mal rumreitet. Sehr gut, haben wir es geschafft. Ich bin raus aus Dreckack. Da steht sie. Ja? So, Blüte. Der Blossom. Sehr treues Pferd. So. Mein Held! Diese Kreaturen entführten mich aus meiner Kammer in der Herberge, als ich schlief. Ich weiß nicht warum, aber das möchte ich auch lieber nicht herausfinden. Mir sind schreckliche Erzählungen. Seht euch vor! Thank you, thank you. Oh. I can never repay you for your gift of my daughter's life. But you have my friendship and gratitude to the end of my days. Ist doch kein Problem. Der Held von Quatsch ist in aller Munde. Ich bin der Held von Quatsch. Auf Wiedersehen. Handelsgeschickfähigkeit verbessert. Als Belohnung. Nice. Ich freue mich, euch zu sehen, mein Schöner. Oh je. Sicherlich. Lebt wohl. Ich glaube, die hat uns jetzt sehr gerne. Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Ja, ich finde, lasst euch Zeit. Ach, kann ich euch etwas von meinen klassischen Waren zeigen? Das ist auch ein bisschen Bonus. Vielleicht, wenn man mit jedem so redet, tatsächlich, wenn man so rettet. Hier Ringe, die wir gerade den Typen aufgenommen haben, verkaufen. Das ist ein echtes Schnäppchen. Ich
Seelenstufen. Ja, hier, Wolfsfell kannst du noch. Ein gutes Geschäft. Das ist. Das klingt. Es war. Schönen Tag. Geld leveln. Okay, bin aber weg. Gut. Wir haben sie gerettet. Wir sind der Held. So. Genau, so wirklich bei meiner Tochter. Sie denkt mir beide überschwänglich vor. Einige Dankbarkeit und die Neuigkeit mein großes Regen. Handelsgeschick. Sehr gut, okay. Ah, funktioniert doch. Kann ich nicht sagen. Kommen doch an. So, wir haben 742 Gold jetzt. Wenn ich jetzt so schwer für 1300 wegbekommen würde, hätten wir es. Muss einen finden, der so viel Geld hat. Das ist die nächste Challenge. Dann haben wir immerhin noch 176 Schaden. Das ist vielleicht nicht so nice. Die 11, aber ich mach, dann haben wir das Haus, dann bin ich zufrieden. Das ist zwar nicht das geilste Haus. Wir können das Spiel immer noch ein geileres Haus kaufen. Auf lange Sicht gesehen. Wenn wir weit kommen in Oblivion, dann können wir uns immer noch eine fettere Putze kaufen. Aber ist jedes das Schönste, mit dem wir ins Kind gerade holen, quasi noch teuersten Sachen. Aber ja, können wir nicht. Entschuldigung. Aber vielleicht finde ich schon Hände. Also jetzt gucken wir uns an Alima an, das haben wir jetzt auch noch offen. Im Puma haben wir jetzt eine Quest gemacht und uns die Stadt angeguckt. Da haben wir jetzt noch eine andere Quest offen, die merke ich mir natürlich. Wir springen so ein bisschen hin und her, machen hier und da was, machen nicht der Reihe nach. Aber ein bisschen Abwechslung zwischendurch. Jetzt waren wir ja einmal nur in einem kurzen Dungeon. Jetzt haben wir kurz mal einen Treckhack. Wir müssen nochmal einen richtigen Dungeon erkunden, der für keine Quest zuständig ist. Das machen wir natürlich noch bei Bedarf. Aber wir reisen erstmal nach Anvil, würde ich sagen. Also das ist das Haupttor. So, jetzt kann ich aber mal kurz noch erzählen, weil das passt ganz gut hier in die Folge. Bevor ich dann gleich beende, ich mache die Folge normal lang. Ist auch wieder hell. Sind wir in Anvil. Jetzt haben wir uns das nächste Mal an. Die Stadt. Die Stadt an der Goldküste. Ganz kurz, warum ich Schatten über Treckhack mag. Übrigens, wenn Treckhack, wie wir jetzt wieder hinreisen würden, wenn die alle feindlich. Nochmal so. Ich mag deswegen Schatten über Treckhack so, weil die Quest auf dem Namen her eine Anspielung auf Lovecraft ist. Eine Anspielung auf ein Schatten über Innsmouth. Oder Shadow over Innsmouth. Die Quest heißt auch Shadow over Hackdirt in Englisch. Also, auch exakt wie der Buchtitel im Deutschen. Nur halt mit Treckhack oder Hackdirt, statt Innsmouth. Und als großer Lovecraft-Fan kann ich die Quest einfach nur mögen. Vor allem, weil die damit Lovecraft so ein bisschen in den Kurs reingebracht haben. Die Tiefen, es wird nicht genau erklärt, was die Tiefen sind hier im Spiel. Aber die meinen damit garantiert die Deep Ones, ne, die auch von Shadow of Innsmouth bei Lovecraft angebeten werden. Von den dortigen Bewohnern. Ich sage an der Stelle ganz kurz gesagt, ich bin großer Lovecraft-Fan. Wenn ihr den Kanal näher betrachtet, werdet ihr viele Lovecraft-Let's Plays finden. Auch in Zukunft noch. Die noch einige, wenn ich alle Lovecraft-Spiele so die es gibt eigentlich spielen auf dem Kanal. Oh, da sehe ich gerade was. Ich muss da nächste Folge angucken. Auf jeden Fall bin ich großer Lovecraft-Fan. Für alle, die es nicht wissen, wer Lovecraft ist, tatsächlich kosmisches Horror, also Literatur, Horrorliteratur, Horrorautor. Und ich bin großer Fan von seinen Werken. Er selbst war ein schwieriger Mensch. Das ist ein anderes Thema. Aber seine Werke sind cool gewesen. Haben mich so ein bisschen in die Horrorliteratur eingeführt. Seitdem verschlinge ich auch Horror als Buch sehr gerne. Habe mich so ein bisschen vom kosmischen Horror eingeführt. Das ist einer meiner liebsten, ich sag mal, Franchises, was Horror angeht. Ist für mich Cthulhu. Das ist nämlich auch seine Feder. Und Schatten über Treckhack ist immer eine Anspielung auf Schatten über Innsmouth, auf das Buch, gleichnamige, von Lovecraft. Wo dieselbe Story gibt, eine Außenseiter kommt in die Stadt, wird dort, fragt dort sehr viel rum und wollen die Leute auch nicht. Bis er dann eines abends in der Herberge dort übernachtet und überfallen werden soll, um ihn, ja, zu opfern, irgendeinem Kult. Und entkommt aber, am Ende kommt es darauf hin, dass die ganze Stadt später von der Army quasi platt gemacht wird, weil dort Dinge vor sich gehen. Dort haben sich nämlich Fischmenschen quasi, also haben sich Menschen mit den Deep Ones, die Wesen aus dem Meer quasi vermischt und sind deswegen zu
zu einem Mischwesen geworden. Hier mit den ganzen Mods, die sind hier, kann man das nicht mehr so genau erkennen, konnte man das nicht mehr genau erkennen bei den Pack-Dirt-Brüdern, die wir da gesehen haben. Aber wenn man jetzt keine Mod, wie ich jetzt hier hat, leider finde ich schade, dass die Mod das Aussehen von denen abgeändert hat. Weil dann haben die so, dann haben die auch größere Augen als normal. Dann haben die zwar das ganz normale Körper-Kaiserische Modell, wie wir jetzt gesehen haben, aber die haben halt so ganz große, runde Augen. Das ist auch eine Anspielung darauf, dass sie wohl hier auch in der Sports-Welt existieren, die D-Bonds oder die sieben Wesen, und mit denen halt wohl sich vermischt wurde, muss man so ausdrücken. Die wollten Damar wohl opfern. Diesen tiefen Wesen. Weil die eben damit auch in der Originalgeschichte aber jetzt mal Gold damit verdienen. Weil die denen halt besondere Sachen geben, darunter auch eben sagen, ja komm, ihr könnt euch zerwischen, muss man so ausdrücken. Und da gab es halt Gold als Gegenleistung. Und so wurde die Stadt reich. Das ist anscheinend dort, ich glaube, es gibt noch irgendwo ein Buch, wo man noch mehr Trekkak lesen kann, hier im Spiel. Nicht Trekkak selbst findbar, logischerweise, aber ich glaube, in der Kaiserstadt gibt es bei dem Buchladen oder in Korol, muss man mal gucken, ein Buch über Trekkak. Was genau der Vorfall, vielleicht ist es auch gar nicht so. Ich meine, es gab ein Buch, wo man drüber steht, dann nehmen wir es irgendwann nochmal in der Geschichtsepisode lesen. Aber nur so viel Trekkak wurde von der imperialen Streitmacht, hat man ja so ein bisschen gehört, also von der Kaiserin, vor einigen Jahren niedergebrannt. Und das war wohl wegen der Deepons, so wie bei Shadow, wenn es mal falsch später. Und haben sich da halt wieder nur Sigma noch überall verbrannte Gebäude und so. Das ist auch über Trekkak und deswegen ist es eine meiner Lieblingsquests von Oblivion, aber weil ich sehr großer Lovecraft-Fan bin und es eine tolle Anspielung auf Lovecraft ist. In einem Elder Scrolls-Game. Und damit ist so ein bisschen Lovecraft auch Elder Scrolls-Kanon. Und ich glaube, die Fans, die Entwickler damals von Oblivion hier, von Bethesda, waren auch Lovecraft-Fans, hätten sich die Quest nicht eingebaut. Deswegen finde ich sie so cool und eine meiner Lieblingsquests von Oblivion. Gut, soviel zu Shadow über Trekkak, oder Hector, Shadow unter dem Trekkak so rum. Die Quest mit Damar, sehr cool, und haben wir jetzt erledigt. Wir könnten also mal hin, könnten die anderen auch platt machen, aber nee, wir sehen uns Trekkak erstmal nicht nähern für die nächste Zeit. Und ja. Ich würde aber sagen, Leute, das war die Folge. Passt ganz gut in die Folge, die eine Quest. Ich werde die Folge genauso nennen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es hier in Anvil weitergeht. Und schauen wir uns mal ein bisschen um, was es hier so gibt. Und dann gucken wir mal, was wir da nächstes machen. Ob wir dann, wie geplant, Richtung Chedinal mal reisen und Bravil und Leverwin und die eine Stadt auch mal gesehen zu haben. Da haben wir jede Stadt nämlich mal kurz schon mal betrachtet. Kann ich da jetzt mal ausgenommen, da waren wir nur kurz. Und dann überlege ich mal, ob ich danach nicht mal anfangen, schon mal zwei, drei Dungeons zu clearen, die wir vielleicht schon finden, schon auf der Map haben. Weil die wollen wir auch alle machen am Ende. Und ich möchte nicht, dass wir am Ende dann nur 20 Folgen noch Dungeons clearen, und weil wir schon alle anderen Quests gemacht haben. Gleichzeitig will ich aber halt keine Dungeons schon clearen, die für eine Quest noch relevant sind. Das wäre nämlich sehr schade. Ich muss deswegen mal kurz was prüfen. Wir sind gleich wieder in Anvil. Aber ich guck mal ganz kurz was mit euch zusammen noch, bevor ich jetzt die Folge beende. Und zwar hatte ich nämlich einen Mod installiert, die mir alle Quest-Dungeons quasi markt. Und so gesehen ist das ja hier auch ein Quest-Dungeon. Weil es hat eine Quest hier reingeführt. Ansonsten ist es ja nicht für nichts gut gewesen. Nur leider nicht das, was ich hier gerade suche. Nicht. Das heißt, die Mod funktioniert scheinbar nicht. Und sowohl ich die Landscapes raus habe. Also eigentlich sollte jetzt hier eine rosa Blüte blühen. Nicht erntbare, sondern einfach eine unauffällige. Und die sollte halt markieren, dass es hier ein Questrelevanter Dungeon ist. Aber ich sehe die leider nirgends in der Nähe blühen. Soll nah am Eingang immer platziert sein. Weil die Mod scheint es ja nicht zu bringen, weil ich sehe sie gerade nirgends. Und so gesehen ist die Borealsteinhöhle ja eine Quest-Dungeon. Weil wir ja da drin den Typ gestellt haben. Aber ja, vielleicht ist auch nimmt die Mod das auch genau und es ist wirklich nur Quest-Dungeon, die halt für die Gilden-Quest oder so da sind. Nämlich die Gefahr, wenn ich den Dungeon halt zu früh erkunde und dann eine Quest drin, habe ich halt gelitten. Und ich will ja halt nicht vorher mehr spoilern, was ein Dungeon ist, weil das ist nicht der Sinn davon. Wir wollen Oblivion ja Pathfinder durchspielen, ich kenne ja nicht jeden Dungeon. Deswegen kann ich auch nicht auswendig sagen, ob da eine Quest ist. Deswegen war die Mod installiert, aber leider, ja, bei dem Dungeon zumindest ist es nicht so. Mal gucken. Ich sehe schon, Dungeon, wo es ist. Gut, aber ich würde sagen, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen bei Oblivion. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.